Wissen Sie etwas Besonderes? Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Surprise! Ich hatte mir schon gedacht, dass Sie uns nicht alles erzählt haben. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Aha. Es wird sicherlich einen Grund geben, warum Sie mir nichts davon erzählt haben, Sir. Das kommt von ganz oben, Commander. Sarkasmus ist was Cooles. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Proteanisch? Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Okay. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Warum dem Rat erzählt? Ne? Warum dem Rat erzählt? Was ist das für Sprechoption? Ich bin froh, dass sie helfen. Ich glaube, wir brauchen ihre Hilfe nicht. Na, sei mal schon froh, dass er da ist. Ein bisschen Hilfe kann niemals schaden. Der Sender ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, Shepard. Nihlus möchte Sie im Einsatz beobachten, Commander. Er soll Sie beurteilen. Jetzt ist mir auch klar, warum er sich in letzter Zeit so häufig hier rumtreibt. Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Nicht viele, die auf Arkuse dabei waren, haben überlebt. Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Cool. Die Spectres sind anscheinend diese Obermacke. Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird? Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Sehr schön. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass Sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass Sie für den Job qualifiziert sind. Ja, das will ich ja hoffen. Ach, hier, mein Captain, wie geht es weiter, wenn ich ablehne? Und wenn ich gar kein Spectre werden will? Was dann? Es geht nicht nur um Sie, Shepard. Es ist wichtig für die Menschheit. Wir zählen auf Sie. Danke. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Nihlus wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Was haben wir denn? Proteaner, Eden Prime, Sender. Er wird mich beobachten? Na, begleiten und beobachten. Was können Sie mir über die Proteaner sagen? Nur das, was sie an der Akademie gelernt haben. Sie steht ein bisschen krumm da. Sie waren ein technologisch fortgeschrittenes Kulturvolk, das vor 50.000 Jahren die Galaxie beherrscht hat. Und dann sind sie verschwunden. Der Grund dafür ist nicht bekannt, aber es gibt unzählige Theorien darüber. Und die Fachleute sind sich einig, dass es ohne sie keine galaktische Zivilisation geben würde. Die Zitadelle ist das Herz und die Seele der galaktischen Gesellschaft. Und ohne ihre Massenportale gäbe es keine interstellaren Reisen. Wir haben den Proteanern viel zu verdanken. Sehr schön. Was ist mit dem Sender? Was ist so besonders an diesem Sender? Alle fortschrittlichen galaktischen Zivilisationen beruhen auf proteanischer Technologie, auch ihre. Wenn wir nicht die proteanischen Ruinen auf dem Mars entdeckt hätten, säßen wir immer noch auf der Erde. Alles schön. Und das damals war nur ein kleiner Datenspeicher. Wer weiß, welche Informationen dieser Sender bietet. Es könnte auch ein Waffenarchiv sein.
Das dürfte auf keinen Fall in falsche Hände geraten. Falsche Hände? Wen meinen Sie damit? Die Attika-Traverse ist einer der instabilsten Sektoren im Zitadell-Sektor. In dieser Gegend gibt es unzählige Piraten und andere kriminelle Gruppen. Der Preis für einen proteanischen Sender könnte es Ihnen wert sein, ein Schiff der Allianz anzugreifen. Außerdem befindet sich Eden Prime im Grenzbereich der Terminus-Systeme. Na, jetzt müssen wir uns echt blöd stellen. Die Attika-Traverse steht unter dem Schutz der Zitadell. Ein Angriff der Terminus-Systeme bedeutet Krieg. Technisch gesehen stimmt das. Aber einige Gruppierungen in den Terminus-Systemen würden vielleicht einen Krieg dafür in Kauf nehmen. Und der Rat hat derzeit keinerlei Interesse an einem größeren Konflikt mit den Terminus-Systemen. Deswegen müssen wir die Mission diskret durchführen. Okay, und was ist mit dem Planeten? Vor der Landung möchte ich noch mehr über Eden Prime erfahren. Eine friedliche Agrarwelt. Aber sie steht für etwas viel Größeres. Eden Prime gehört zu unseren ältesten und erfolgreichsten Kolonien. Dort haben wir bewiesen, dass wir neue Welten bevölkern und einen Lebensraum für die Menschheit fern der Erde schaffen können. Sie zeigt die Entwicklung der Menschheit. Auch und vor allem als weltraumfahrendes Volk. Und bald wird sie als Welt bekannt sein, wo die Menschen eine Entdeckung von intergalaktischer Bedeutung gemacht haben. Okay, passt. Zu was? Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem! Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Runter jetzt! Aha. Wir werden angegriffen! Erleiden schwere Verluste! Verschiedene Punkte! Da geht's ja ab, Tom. Ich will ja hin. Cool. Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Das heißt, er hat sich's schon mal angeschaut. Zurück und bei 38,5 halten. Die Hand Gottes. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Yay. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter. Laden. Tarnsysteme werden aktiviert. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Miles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Gangster. Miles wird vor Ihnen Auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Er kann auf uns drehen. Er kann sich auf uns verlassen, Captain. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Nähern uns Landestelle 2. Auf geht's. Speichert Inhalte. Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Okay. Shotgun. Gut, dann werde ich jetzt noch einmal nachschauen, ob es auch wirklich alles genommen hat. Ja, vor mir zittern. Ja, vor mir zittern. Ah, stimmt. RS-Granate. Gut. Boom, danke.
Also dann, speichere jetzt nochmal kurz und ich hoffe, dass es alles aufgenommen hat. Bis gleich.